Moin Leute, was geht? Mein Name ist JujuGamescom auf der PlayStation 4 und ich bin der Leader von dem größten Clan überhaupt, von den Zombie Cowboys. Und ich melde mich heute zurück. Der König. Mit meinem Kumpel Gizmo2204. Ihr könnt ihm gerne eine Freundesanfrage schicken. Und ich drohe hier meinen Widersacher, die meine Unterstützung, die meinen Plan von einem clanfreien GTA vernichten wollen. Meine Botschaft ist klar. Ich möchte, und das will ich hier nochmal ganz klar sagen, hier einen neuen Staat errichten in GTA 5. Meinen Staat in Los Santos. Und ich drohe hier auch nochmal offiziell hier einen YouTuber auf YouTube, das ist Tom Schmidt, der mich hier aufs Übelste beleidigt hat. Aber ich bin da relativ cool geblieben, weil ich mich da natürlich nicht provozieren lasse. In GTA 5 aber bist du ein kleines Würstchen. Ihr merkt, wie stark ich bin. Wir sind bestens ausgestattet. Wir besitzen militärische Waffen. Und mir wurde unterstellt, dass ich mich verändert habe. Eine Veränderung? Ich möchte eine Veränderung, ja. Ein GTA, wo nur noch aus Zombie-Cowboys besteht, aus meinem Clan. Und ich regiere diesen Clan mit aller brutaler Härte. So, Tom Schmidt, du kleines Kind. Kleine Frage an dich. Hast du Schiss? Hast du Schiss? Immer erst große Klappe machen und jetzt? Schau dir an. Ich bin der mächtigste Clan-Boss überhaupt. Keiner kann mir was. Wir haben Waffen. Wir haben Panzer. Wir haben Jets. Wir haben alles am Start. Und ihr wisst ja, die Bullen hier in GTA haben keine Chance gegen meinen schnellen Finger. Perfekt! So. Also passt lieber auf, was ihr tut. Weil ich meine es ernst. Wechselt sofort euren Clan in GTA 5. Ihr seht, was passiert. Und wie stark ich bin. Oh, fuck! Egal. So. Verändert. Ja. Das muss ich auch nochmal hier ansprechen. Es heißt ja, dass ich mich auf YouTube verändert habe. Ich habe mich auf YouTube weder verändert, ich habe mich gar nicht verändert. Ich bin immer noch ganz, ganz der alte, der junge Zocker. Aber... Boah, fuck, was ist das gewesen? Heilige Scheiße. Mashallah. Ich bin doch immer noch der alte, ich bin total lieb. Komm her, Zombie-Cowboys. Flieh nicht. Du hast keine Chance hier. So, wer ist denn alles noch da? Ja. Ihr seht, ich meine es ernst. Und meine Hater auf YouTube, die interessieren mich nicht. Die interessieren mich überhaupt nicht. Ich ignoriere diese Kommentare. Ich schaue diese Kommentare mir nicht mal an. Das heißt, es bringt gar nichts, ein schlechtes Kommentar zu verbreiten. Und ich lasse keine Kritik zu. Nicht in dieser Form. Und ich habe nichts gegen andere Clans weltweit. Call of Duty. Absolut. Gibt es nur einen offiziellen Clan und das ist Libanon Elite. Mit dem Leader Agent 007 oder ein Warfor. Aber GTA 5, das ist mein Reich. Und das erobere ich mir jetzt langsam zurück. Und ich habe immer mehr Anhänger gefunden, die mich unterstützen und die mir auch YouTube-Videos oder besser gesagt Videos schicken, wo sie andere Clan-Mitglieder abballern sozusagen. Diesen Leuten möchte ich danken, dass sehr viele Leute jetzt zu den Zombie Cowboys gewechselt sind. Das sind bestimmt schon 5000. Yes! Perfekt! So. Ich denke mal, ich beende mein Video jetzt wieder.
wir haben genug Unsinn gemacht in GTA 5. Und ich scheiße auf die Kommentare, weil ich habe mich nicht verändert, nur weil ich hier ein Kalifat in GTA 5 errichten will. So, voilà. Ich bin raus, mashallah. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. So, tschak, tschak, tschak. Und ich grüße Gizmo 2204, der hier mir den Panzer organisiert hat. Perfekt, Gizmo. Perfekt. Gizmo, dem schreibt ihr jetzt alle eine Freundesanfrage. Okay, dann ist gut. Bis dann, ciao.